So, meine lieben Rundfreunde und Freundinnen, es ist Dienstag. Ich hoffe, es hatte jeder ein schönes, langes Wochenende, eine frohe Osterzeit. Könnt ihr schön in sich kehren und die schönen, freien, sonnigen Tage genießen, zumindest bei uns im Südhessen hier. Naja, neue Woche, neue Rune für die Woche, für das Kollektiv. Diese Rune diese Woche ist eine sehr mysteriöse Rune. Diese Rune ist Perto. In der Tat die Rune des Mysteriums, des Geheimnisses, des Schicksals, die Normen. Und mit der Rune des Schicksals kommt auch Aufdeckung von Geheimnissen. Wichtig ist vor allem diese Woche, es werden Dinge eintreten, Dinge passieren, Sachen passieren, die eben schicksalhaft sind. Das heißt also, diese Dinge sind vorhergesehen, dass sie passieren und dementsprechend können nichts weiter tun, als auf der Welle zu treiben und das einfach hinnehmen, wie es kommt. Ne? Die Dinge passieren aus einem bestimmten Grund. Dieser Grund mag für uns nicht immer ersichtlich sein oder gar verständlich, ne? Also meistens passieren die Dinge und wir denken so, hä, warum? Warum jetzt? Warum ich? Ne? Warum geht es nicht in meinem Leben vorwärts oder so? Das ist so, das hat einen Grund und meistens ist das für unser Bestes in dem Moment. Ne? Also es wird alles gut, nur manchmal dauert das halt länger. Ja, wir Menschen sind ja oft ungeduldig, vor allem ich. Ja, aber auf jeden Fall geht es diese Woche um Schicksal und das Lüften von Geheimnissen und auch um Geheimnisse selbst. Es gibt ein paar Theorien oder Ansichten, dass Perto auch eine Geburt darstellt. Das ist ja im Prinzip die Rune Berkana, die weibliche Fruchtbarkeit und das Wachsen von neuem Leben darstellt, unter anderem. Und dieses Berkana ist eben jetzt geöffnet im Prinzip und hat Leben gegeben. Das ist so eine Theorie. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Wollte ich einfach mal erwähnt haben. Wollte ich ja nichts vorenthalten. Ne? Naja, auf jeden Fall. Einfach mal die Woche auf sich zukommen lassen und wenn was nicht läuft, wie soll, dann hat das einen Grund und das ist auch gut so und einfach entspannen die Woche, einfach ganz natürlich die Woche passieren lassen, ne? Und dann wird es auch gut. Also dann, danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video und habt alle eine schöne Woche. Tschüss.